Dann erfuhr der Vater des Mädchens davon und er sorgte dafür, dass ihr Geliebter in einer stürmischen Nacht in den Fluss gestoßen wurde. Mhm. So ein Mistkerl. Die Strömung war für den Jungen zu stark und er wurde von ihr in den Tod gerissen. Mhm. Angesichts des tragischen Todes ihres Geliebten brach der jungen Frau das Herz und sie nahm sich das Leben, indem sie sich in den Fluss stürzte. Ja, wenigstens nicht durch Gift. Ja, verstehe. Mhm. Ja, also das Rätsel, was es nicht gibt, soll wohl Rätsel 16 sein. Ja. Ja. Aber es wird sicherlich auch ein Rätsel 16 dort geben, aber was ist das dann in der deutschen Version? Ja. Angeblich kam an die Leichname des Paares Tages später in einer innigen Umarmung. Hm. Seitdem locken die Geister der beiden angeblich in sternklaren Nächten mit ihren wehklagen junge Liebende an den Fluss. Um die rastlosen Seelen der verstorbenen Liebenden zu beschwichtigen, wurde ein Fest ins Leben gerufen. Und so entstand dann wohl das Uferfest, nehme ich an. Ganz recht, eine unglaublich traurige Geschichte. Aber am Ende war das Paar in Liebe vereint. Und im Tod. Daher glauben die Menschen, dass es einer Beziehung Glück bringt, wenn man seinen Partner über die Themse hinweg in die Augen blickt. Hm. Ah, im Deutschen ist das Rätsel wohl was mit einer Weggabelung übrigens. Mhm. Wir können es ja mal versuchen, weil wir wissen ja jetzt, was wir machen müssen. Ja. Wie viele Sterne gibt es in diesem Bild? Ja. Okay. Ah ja, das steckt dann wohl auch hinter dem großen Uferbekenntnis, das heute Abend stattfindet. Aber echt unglaublich, wie sehr unser aktueller Fall der Legende ähnelt. Ja, das ist entweder ein enormer Zufall oder jemand hat versucht, die Legende absichtlich nachzuahmen. Interessant. Es ist ja mal schade, dass ein derart schreckliches Verbrechen einen Schatten auf das Fest wirft. So viele Londoner haben sich darauf gefreut. Sie müssten der Sache umgehend auf den Grund gehen. Mhm. Mir wurde gesagt, sie bestehen darauf, dass nur ein kleines Team in diesem Fall ermittelt, Miss Lovonida. Ich weiß nicht, warum nicht sämtliches verfügbares Personal eingesetzt werden soll, wenn der Fall doch schnell gelöst werden muss. Tja, das Problem ist, dass sich aufgrund des Festes gerade jede Menge Zivilisten am Tatort aufhalten. Wenn wir truppweise Polizisten dorthin schicken, ist die Atmosphäre ruiniert. Schließlich wissen wir ja nicht, ob es sich um einen Mord, einen Unfall oder einen Selbstmord handelt. Ich würde die Bevölkerung lieber nicht verunsichern und dazu müssen die Ermittlungen so unauffällig wie möglich verlaufen. Hm, verstehe. Aber trotzdem, ich will ein Großaufgebot. So mit Blaulicht und Panzern. Inspektor Hastings, ich höre immer wieder, was für talentierte Ermittler sie doch sind. Wirklich? Von wem? Ja. Dem mache ich die Hölle heiß. Angeblich sind sie hoch motiviert und sie lieben ihre Arbeit. Man sagt, sie wären eine echte Koryphäen bei Scotland Yard. Und deshalb weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, dass sie diese Ermittlung schnell und diskret durchführen. Ja, den Witz über den Christopher Street Day haben wir auch schon gebracht. Ja. Zu spät. Also mir fehlen die Worte. Nach einem solchen Lob kann ich sie wohl kaum enttäuschen, oder? Welcher Drecksack hat sowas über mich gesagt? Was sagen Sie? Danke sehr, Herr Inspektor. Und danke auch Ihnen, Miss Layton und Ihrem Assistenten. Und natürlich auch Shell. Und jetzt habe ich leider zu tun. Nach dem Uferbekenntnis folgt immer eine Rede des Bürgermeisters. Und da wir keinen haben, muss ich dahin. Denn ich bin eine Bürgermeisterin. Natürlich, ja, wir stören dann mal nicht weiter. Danke. Das Fest liegt mir sehr am Herzen. Deswegen ich hoffe, dass Sie schon bald Ergebnisse vorweisen können. Überlassen Sie das einfach mir, Miss Lovonida. Einer der Koryphäen von Scotland Yard? Er ist sicher hochmotiviert, aber er liebt seine Arbeit. Und er liebt seine Arbeit. Aber das ist doch ein wenig übertrieben, hm? Ein ganz klein wenig. So ein ganz klein wenig. Wenn er das hört, Miss Layton.
So ein ganz kleines wenig. Ja, so ein kleines bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Ja, nur so klein. Ja, wieder raus. Ja, und dann machen wir mal das Rätsel und gucken, wie viele Sterne wir finden. Ja. Bling. Wenn es nicht irgendein Trick ist. Ja, ist bestimmt, also, aber... Aber dann haben wir keine Hinweise, ja. Ach, Sie sind das. Oh. Emmy. Da musst du sie auch wie Emmy sprechen. Nein. Doch. Wir hatten schon drüber gesprochen. Hm? Sie sind also die sogenannte Detektivin, die meint, jeden Fall mit Bauchgefühl und Instinkt lösen zu können. Kennen wir uns? Ich bin Emiliana, Emiliana Perpetti, forensische Analytikerin und Profilerin. Meine Schlussfolgerungen basieren immer auf konkreten Beweisen, Fakten und Zahlen. Hat sie auch so eine geile AR-Brille? Nein. Schade. Mit der sie so Ball spielen kann. Das ist witzig gewesen. Ja. Das klingt ja alles sehr beeindruckend. Ja, beeindruckend hochnäsig. Wie auch immer ermittle ich in diesem Fall. Ehrlich gesagt bereitet mir Ihre Beteiligung Kopfschmerzen, auf die ich verzichten könnte. Überlassen Sie das hier lieber den Profis. Naja, wenn der Fall am Ende gelöst ist, spielt es da eine Rolle, ob es ein Beweis oder nur ein Bauchgefühl war? Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt an Heavy Rain denke und an Blake, ist das schon wichtig. Naja, wenn es dann wirklich stimmt. Ich weiß, dass ich dieses Rätsel lösen werde. Bitch. Entschuldigen, ich habe Arbeit. Wenn man Tarotkarten und Kristallkugeln Arbeit nennen kann. Cadriel Layton. Nur weil sie Professor Laytons Tochter sind. War Bene. Mal sehen, wie weit sie ihre Methoden bringen. Und wer war diese Frau, Inspektor Hastings? Das war meine bessere Hälfte, nein. Sie ist eine Fanatikerin. Machen Sie Schluss. Hm? Machen Sie Schluss. Ja. Sie ist so mäßig. Sie ist eine Fanatikerin. Ich meine, eine Fallanalytikerin. Eine Analzyste eigentlich. Nein, eine der besten von Scotland Yard. Ihr Name ist, wie sie schon selbst gesagt hatte. Und der Name passt wie die Faust aufs Auge. Apropos. Sie, wenn ich sie höre, denke ich auch manchmal an Faust aufs Auge. Eine Eine Fallanalytikerin? Jemand, der Verbrechen und deren Motive untersucht? So ähnlich. Fallanalytiker heißt das Wort. Werten Beweismittel aus und rekonstruieren Tatorte und so weiter. Perfetti ist wirklich gut darin, Einzelheiten über Verbrecher zu sammeln, indem sie an Tatorten Tonnen von Informationen zusammenträgt und diese anschließend entsorgt. Ich meine analysiert. Und manipuliert. Ja, genau das auch. Dank ihr konnte ich schon viele Fälle knacken, die den Rest meiner Leute schlicht überforderten. Die ist sogar besser als ihr beiden. Hört sich an, als wäre sie enorm talentiert. Ja, und wenn wir nicht langsam Gas geben, wird sie uns zuvorkommen und den Fall vor uns lösen. Du hast recht, Charles. Es würde unseren Ruf wirklich gut tun, wenn wir brisante Fälle wie diesen hier allein lösen. Schön, dann gehe ich mal zurück in den Yard und sehe nach, wie die Ermittlungen laufen. Wie steht's mit Ihnen? Wir gehen wohl vorerst mal zum Fluss, wo sich die Ereignisse abgespielt haben. Gut, also danke, Cat. Hier geht es natürlich nicht nur darum, der Bürgermeisterin einen Gefallen zu tun. Es geht auch noch darum, dass sie glücklich ist. Ich meine, die Bürger sollen das Fest genießen können. Ich verstehe vollkommen, Inspektor. Also wir gehen da mal. So, jetzt probieren wir nochmal mit dem Stern. Mhm. Das Rätsel von der Bekifften. Dass die Sterne sieht, das glaube ich. Ja, dann mach mal. Yay! Okay, wie viele Sterne? Stimmt, das ist
ist wieder irgend so ein... Ja. Okay, Moment. Also, wir sehen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann? Ich rate einfach mal. Aber es können nicht einfach nur 10 sein. Ja. Hä? Hast du echt 10 eingegeben? Nein. Achso. Aber ich bin auch der Meinung, dass es nicht 10 sein könnte. Ja, eben. 1, 2, aber einer meinte, wenn wir Tipps brauchen, kann er sie uns geben durch Wikipedia. Okay, gerne. Hast du ja schon gekauft. Ja, ich habe alle Tipps außer den Super-Tipp gekauft. Also her damit. So, also, was könnte hätte, noch für ich hätte Stern? Ja gesagt, wenn irgendwie Sonnenaufgang schon sich andeuten würde, dass man dann die Sonne als Stern, ist, ja. Ist ja ein Stern. Deswegen. Aber ist die Frage, ob das... Ich glaube, ich hab's. Warte, hast du irgendwo noch einen Stern gesehen? Nein. Aber wenn es richtig ist, dann... Nee, scheiße. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht... Ach so, übrigens. Ja, ich habe gedacht, es wäre vielleicht mit der Spiegelung im Wasser. Na... Wie viele sind auf dem Bild, heißt es ja in dem Text. Naja, also ich habe gedacht, vielleicht hat die Spiegelung im Wasser es vielleicht auch noch mit gemeint. Gibt es sonst noch irgendwelche Sterne, irgendwelche Sachen, die als Sterne also bezeichnet werden? Ich habe halt gedacht, so wären vielleicht Sterne am Himmel und sowas. Aber... Elf habe ich probiert und war es nicht. Was könnte es noch sein? Das Schlimme ist wahrscheinlich, dass dieses Rätsel extra ausgetauscht wurde, weil es im Deutschen nicht funktioniert oder überhaupt auch im Englischen nicht. Mhm. Das könnte nämlich passiert sein, dass halt nicht nur das Wort für Sterne steht. Okay. Das Blöde ist, ich kann das Wort auch nicht übersetzen, aber... Ja. Okay, Tipps wären trotzdem mal super. Ja. Leuchten Lichter? Vielleicht sind ja auch die Laternen wichtig. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da muss irgendein Trick dabei sein noch. Ja. Was könnte noch sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind dort. Jetzt ist die Frage, was ist die Antwort darauf? Also ich habe jetzt mal die... Aber da am Ufer sind ja noch welche. Am Ufer? Wo? Diese komischen kleinen Lampen? Ja. Das ist aber... Ich glaube, das kann es auch nicht. Ja gut, dann würde ich ja... Ich würde mal gern die Hinweistexte haben. Warum ist das... Warum dauert das so? 10, ich hoffe, die Person ist noch 13, da. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Lass uns das Ganze sehen, wie das Ganze was. Ich verstehe jetzt gerade nicht. So... Ich gebe aber mal was ein, was in Dings drin war. So, übersetzen? Ja, let's see the hole. Ach so, lass uns das gar... Ach, das war ein Tipp? Ja. Oh, Mensch. Ich habe jetzt nämlich gedacht, das war eine Aufforderung. Nein, war es nicht. Das Ganze sehen. Was ist das Ganze? Na, ich denke halt mit den Spiegelungen. Ja, aber die sind ja nicht auf dem Bild. Okay, was ist der zweite Tipp? Weil ich will schon alle drei Tipps. Ich habe die gekauft. Ich will auch deren Text haben. Also nicht jetzt jeden für jeden einzelnen okay brauchen, bitte. Das gibt's ja nicht. Das ist... Ich meine, wir könnten jetzt alles von 0 bis 99 durchgehen. Ich versuche schon irgendwie ein Awakened zu kriegen. Also ich denke halt, dass es wirklich was mit der Spiegelung zu tun hat. Mond und Sterne. Mond und Sterne. Also halt Mond auch. Ja, aber 11 hatten wir ja mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann 11. Aber 11 war es ja nicht. Wie ist er? Nee, 11 war es nicht. Das habe ich ja auch gedacht. Das hat's ja am Anfang schon.
Ja, und dann 22 für die Spiegelung. Passt auch nicht, habe ich eben probiert. Eben, da hatte ich ja gerade ein bisschen bei dir das so aus dem Blickwinkel. Aber was könnte es denn noch sein? Auch wenn dieses Rätsel nicht auf Japanisch wäre, wäre es bestimmt einfacher. Was ist jetzt aber der dritte? Ich will doch nicht nach jedem Einzelnen fragen müssen. Ja, er wird jetzt daran arbeiten. Ja. Achso, ja, es kann ja sein, dass jetzt durch die Kanji und sowas das alles... Aber ich dachte, die Texte finden sich im Internet, dann könnte ich die ja auch selber nachgoogeln. Was unter dem Bild sichtbar ist? Halt der See! Spiegelung! Aber dann sehe ich ja bloß so einen Teil, also dann wären es 12? Warum 12? Jetzt weiß ich, wie man das löst. Warum 12? Rätsel sind zum Lösen gemacht. Weil der einzige, den man da unten sehen kann, der Mond ist. Gerade so oder so. Und die Sterne nicht. Oh Gott. Das ist echt mies. Das ist scheiße. Ja. Jetzt blöderweise kann ich das auch nicht entziffern. So, es sind, okay, es sind 10 Sterne. Das erkenne ich hier. Ein Mond. Und der Mond spiegelt sich wohl auch. Moment. Oh, warum hat das die Erdkugel gezeigt? Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Was, wenn was jemand ist? Die Erklärung weiß, ja, bitte, 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 Zero, bitte mal die Erklärung dazu, warum jetzt die Erdkugel gezeigt wurde. Ja. Oder irgendjemand, der es halt weiß. Ja. Ja gut, auf jeden Fall, wir haben's. Okay.